So Leute, das erste Mal in diesem Jahr aus meiner Garage, aus meiner kalten Garage muss ich sagen, ich bin ziemlich dick angezogen. Draußen ist es noch nicht ganz so kalt, aber irgendwie fröstelt es halt. Ne? Ich möchte euch heute mal meine neue Hebebühne vorstellen, die ich gekauft habe bei Amazon, weil ich ja an meiner Streetbob das Hinterrad ausbauen möchte und so einige andere Arbeiten durchzuführen habe. Und dazu zeige ich euch mal die Hebebühne. Das Licht? Ja, das blendet leider ein bisschen. Ich kann ja mal versuchen. Die ist sehr, sehr schwer. Man kann die kaum handeln. Also was extra kommt, ist dieses Teil hier, dieser Zylinder wird extra geliefert. Sonst ist es komplett zusammen. Das muss auch noch angeschraubt werden. Das ist die Entriegelung sozusagen. Die fällt ja denn, wenn man es hochhebt, hier rein, dann kann man das feststellen. Da muss nicht die ganze Zeit der Hubzylinder unter Spannung stehen. Ja, also es ist sehr, sehr schwer zu tragen, muss ich sagen. Ich habe es jetzt mit dem Auto in die Garage geschleppt hier. Ja, aber das ist ja nicht Fakt. Fakt, ich wollte euch jetzt mal vorführen, wie das Ding funktioniert. Die genauen Angaben soll, glaube ich, 600 Kilo tragen. Schreibe ich dann nochmal in die Beschreibung rein. Aber jetzt zeige ich euch das erstmal. Leider, leider, vielleicht liegt es auch daran, weil ich habe hier nämlich unten drunter, kann man nicht sehen? Kann man nicht sehen. Naja, also wenn es aufs Metall schlägt, ist das Metall sofort abgegrubbelt. Ja, da ist sofort eine Kante dran. Deshalb habe ich hier unter diese Ecken so kleine Schutzsachen geklebt, damit das Metall nicht gleich so abgrubbelt. Leider habe ich hier nur so ein olles Loch. So, also man schiebt den halt runter. Mit einer Hand natürlich auch schwer wieder. Jetzt muss ich mal gucken, damit es nicht... Letztes Mal hat sich nämlich der Seitenständer hier mit dem Winkel verhakt. Was klebt da? Also, runter, 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 runter. Leider, nochmal, sind diese Nasen hier, die stören bei mir so sehr, dass ich also nicht ganz runterschieben kann. Sodass ich also, ich muss jetzt mal gucken, ich hatte ja schon mal oben gehabt. Sodass ich also das Motorrad leicht ankippen muss. Ich hole sie mir jetzt hier mit der Hand einfach vom Seitenständer hier rüber. Dadurch kommt sie ein bisschen höher. So, jetzt gucke ich, dass das... Oh, da fällt die Kamera hier ein. Jetzt gucke ich, dass das passt. Und jetzt hebst du einfach... Drückst du hier durch die Hübe einfach rauf. Zack, zack, zack. Mach das mal bis zum ersten Raster. Dann rastet es da ein. Dann kann man hier den Druckzylinder entlasten. Und jetzt steht sie. Also ich hoffe, dass man das schön sehen kann. Liegt hier an dem Ding Acker. Ja, das wird ja so nicht passieren wahrscheinlich, aber also sie steht sehr, sehr stabil. Geht ja auch noch höher. Muss ja natürlich erstmal wieder bis dahin pumpen. Motorrad steht jetzt in einer, ja, kann man schön sehen. Kann man schön das Vorderrad checken. Kann man schön den Riemen nachstellen, weil der Riemen ja leider auch bei meiner nicht in der Mitte läuft. Dazu muss man ja denn ein paar Sachen lösen. Also jedenfalls steht sie jetzt schön oben. Und ich habe mir Bretter besorgt und ich werde sie dann also aufbocken oder leicht aufgebockt lassen, sodass sie immer in der Luft steht ein bisschen. So ein feines Teil muss auch in der Luft stehen im Winter. Ja, zum Ablassen ganz einfach. Man hält sie immer ein bisschen am Lenker wieder fest, pumpt es so ein bisschen darüber hinaus, klemmt es da ein. Es geht recht straff runter. Also recht schnell runter. Ja, so, jetzt halte ich sie fest.
ziehe den raus hier, den Eumel, stelle sie auf den Seitenständer ab, der ja nicht weggeklappt ist, und fertig ist die Geschichte. So, der Ständer, wie gesagt, die Beschreibung mache ich, da sieht man nicht, wie das abgegrubbelt ist, ne? Überall, wo es ranschlägt, ist das Metall sofort ab. Aber gut, der hat jetzt 80 Euro gekostet. Der bei Polo kostet 130 und du musst ihn nach Hause schleppen. Das kommt noch dazu. Hier kannst du bei Amma, wird das Ding bis vor die Tür, der hat ihn mir bis reingetragen. Hier kommt noch eine Hubstange ran, dann kannst du den noch ein bisschen fahren. Bei meiner engen Garage kommt es nicht zum Tragen. Ja, gut. Das aus meiner Garage. Bis später dann.